Hallo Hornets-Fans, Hornets aktuell vor dem Wochenende. Kai Jones ist so gerade so die Unterhaltung, konkurriert echt fast mit Basketball und postet auch halt jetzt aber auch viel geile Basketball-Sachen von sich auf sozialen Medien und er kann halt schon wahnsinnig gut springen. Und dazwischen irgendwie postet er dann kichernd immer irgendwie, dass er der Beste wäre und sagt auch, er wäre jetzt besser als der oder der oder der von seiner Mannschaft. Also auch als LaMelo, auch als Miller und die Center und LeBron James und Shaquille O'Neal. Und angeblich sind ihm wohl jetzt die ganzen Hornets-Mitspieler entfolgt. Also das ist jetzt mehr so Lindenstraße-Drama, aber halt voll die Unterhaltung. Und springen kann er, danken tut er und tut dann streut auch so hier neobuddhistische Geschichten dann mit rein. Hier entdecke dich selbst und ja, die nehmen das alle voll ernst. Die nehmen das alle von ernst und sind voll angeschissen und verstehen da keinen Spaß. Keine Ahnung, das ist eigentlich auch komplett egal. Man kann es echt als Unterhaltung sehen. Er ist schon wirklich sehr lustig. Und im Spaß kann man doch sowas sagen. Und ich weiß nicht, ob die noch Spaß verstehen oder ob der wirklich irgendwie da auf was schreibst da Schmerzmittel ist, so, keine Ahnung, Blödsinn, keine Ahnung, der, keine Ahnung. Also ist auf jeden Fall Unterhaltung wertfrei und ansonsten könnte man sich nach einem neuen Backup-Center vielleicht leise umschauen, wer da noch am Markt wäre. Brady Manick ist jetzt auch irgendwo in Litauen, glaube ich, Zalgiris Kaunas. Elfried Payton war jetzt da bei den Hornets zum Vorstellungstanzen. Der war früher auch unter dem Coach Cliff fort und ja, vielleicht verpflichten sie den. Für mich wäre Isaiah Thomas auch okay. Also so ein bisschen auch Vocal. Also Elfrid Payton war ja auch bei den Pelicans, hat das ja auch nie so gebracht. Die Draft-Frisur war krass, aber sonst, er kann verteidigen, so hieß es bei den Pelicans, aber konnte sich da auch nicht halten. Und war jetzt auch gar nicht mehr in der Liga, ob es der bringt. Vielleicht verpflichten es den oder er war in der Stadt halt so und es wurde so interpretiert. Man weiß es nicht. Ansonsten gab es in der NBA noch eine neue Regel von wegen, man darf jetzt nicht, wenn das im öffentlichen Fernsehen kommt, seinen Topstar auf die Bank sitzen und es würde die Hornets betreffen, dass der LaMelo Ball sich nicht ausruhen darf bei einem Back-to-Back oder sonst wie. Aber man könnte es ja mit der Verletzung begründen und sonst ist es schon okay. Ansonsten gibt es bei Greensboro Swarm einen neuen Sponsor. BMW. Es gibt da Greensboro Swarm, vielleicht sogar Kai Jones Jerseys mit einem BMW-Logo drauf. Unter anderem, was jetzt noch drauf kommt, weiß ich nicht. Und wie es zustande kam, weiß ich auch nicht. Und wenn wir noch den Schwing zu Bayern rüber machen, jetzt bei Bayern München neu verpflichtet Serge Ibaka, kein Hornet, aber von dem her ein schönes Wochenende. Abschalten.